So, Ruhrwurf hier auf zu einem vielleicht letzten Video zu Scribblenauts. Jetzt ist ja wirklich nichts mehr zu erledigen, außer diese 4 Level, die eigentlich 5 sind. Ja, ansonsten, ja, einfach losmachen auf die Pünktcheninsel. Viel Spaß beim Miträtseln. Wobei Rätsel, wie gesagt, meistens nicht so schwer sind. Bis auf 2, 3 Ausnahmen. So, was haben wir hier? Ich will tauchen gehen, bin aber nicht richtig ausgerüstet. Naja, dann kriegst du einen Taucheranzug. Also. Meine Ölplattform brennt, bitte lösche das Feuer. Wetterwolke, Unwetter und während die regnet, hol ich mal kurz meine Katze rein, die am Fenster steht. Moment. Hinstellen und dann erstmal auf dem Fensterbrett sitzen bleiben. Du kannst. Aber wir machen weiter. Ich entschuldige mich für diese kleine Unterbrechung. Ohne Militärschiff bin ich kein richtiger Captain. Dann kriegst du halt ein Kriegsschiff. In den Wolken. Wenn jemand das Wetter ändert, könnte ich die schwebende Burg finden. Was brauchst du? Sonne vielleicht? Vielleicht brauchst du einen Meteorologen. Die ändern zwar nicht das Wetter, aber selber. Ist das ein Ornithopter? Dann brauchst du bestimmt einen Sturm. Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Hilft dem Leuchtturmwärter dabei, seinen Leuchtturm sicher durch den Sturm zu bringen. Da kommt ein Sturm, der die Insel überfluten wird. Die Frau des Leuchtturmwärters braucht etwas, in dem sie ihre Wertsachen aufbewahren kann. Safe. Wir bekommen in diesem Sturm keinen Empfang. Erschaffe etwas Langes und Dünnes, das unser Signal verstärkt. Wie wär's denn mit einer Antenne? Ist doch keine Antenne.
Naja. Die Insel wird überflutet. Die Lampe des Leuchtturms muss so lange über Wasser bleiben, bis die Flut zurückgeht, sonst läuft das Schiff auf. Aha. Was heißt das? Probiere es mit einem Objekt, das Wasser was beseitigen kann. Das kann dann wieder Wasser beseitigen. Und Wasser pumpen. Sturmwolken können auch zerstört werden. Wind. Hab ich nicht Wind geschrieben? Doch. Nein, doch nicht geschrieben. Hurricane. Mhm. Dann ein starkes Ende. Das interessiert die Sturmwolken überhaupt nicht. Vollmond. Schön. Was weiß denn ich? Ein Regenschirm meine ich. Das fällt einfach nur runter, oder? Ist doch kacke. Fliegendes Dach. Okay. Sieht überhaupt nicht. Dann nehmen wir uns jetzt eine Uzi. Und schießen auf die Wolken. Tatsächlich kann man Wolken abschießen. Noch mehr davon. Und die Kleinen sind irgendwie immer stärker. Ne? Wasserspiegel weg. Schön. Das war's, ne?
Was für Aufgaben. Wollten wir schießen. Zieh mich wie ein Pirat an und ich werde Kapitän dieses Schiffs sein. Dann brauchst du eine Augenklappe. Zieh mich wie ein Wikinger an und ich werde Kapitän dieses Schiffes sein. Dann brauchst du eine Axt. Ohne Axt kein Wikinger. Nein, dann brauchst du einen Wikinger-Haum. Sonst kriegst du Mjölnir. Eine Sirene. Ihre schöne Stimme hypnotisiert mich. Dann ist das jetzt eine stumme Sirene. Und jetzt möchte die Sirene was. Ich bin so einsam. Verstärke meine Stimme, um einen Freund zu finden. Erstmal darfst du wahrscheinlich keine Stimme mehr sein. Ach, das reicht schon. Ich werde nur noch zwei. Da oben ist noch einen zum Beispiel. Ich bin gestrandet. Gib mir etwas, um ein Rettungssignal zu senden. Leuchtsignal. Ach, Leuchtpistole, ja, das sieht gut aus. So. Jetzt fehlt mir noch irgendetwas. Mir fehlt noch etwas. Was ist das Scheiße? Das Schützen. Hier steht, dass das noch möglich ist. Turbo-Insel. Das haben wir schon. Das ist gar nicht so einfach. Haben wir alle keine Aufgaben mehr? Jetzt schon ins Level zurück, vielleicht kommt dann wieder was. Naja, ich klopp mal die Bronze. Ich dürfte schießen, Papa. Da hat einfach niemand mehr ein Problem.
ist natürlich ein bisschen ein Problem, wenn keiner ein Problem hat. Ja, keine Ahnung. Ist strange. Ich werde es schon später mal angucken. Also wenn sie nicht mal sagen, wer hier eine Aufgabe hat, dann ist das doch ein Problem. Deswegen gehen wir jetzt zum Alliterationsabgrund. Ich habe Zahnschmerzen, gib mir etwas für meine Zähne. Zahnbürste? Die kleinen, oder? Ich schwöre, das ist ein riesiges Aquarium. Ich schaffe etwas Aquarium-typisches und ich beweise es. Aber ein Goldfisch. Was eigentlich eher Teich-typisch ist. Ist ein Aquarium-typisch. Und eine Alge, keine Ahnung. Bei unserer Delfinfamilie fehlt jemand. Delfinmama. Viel Trainer. Geht er hier gleich drauf? Wer ist denn das? Der viele Kalb. Der viel. Weiblicher Delfin. Das Öl leckt. Erschaffe etwas, um das Loch zu stopfen. Beton. Hilft dem Wissenschaftler dabei, eine Nahrungskette zu erschaffen, die sie erforschen können. Was? Nahrungsketten erschaffen? Hilft dem Wissenschaftler, eine Nahrungskette zu machen. Erzeuge zuerst eine Energiequelle für Leben. Ach, Energiequelle. Naja, egal. Kennt ja eh nie. Ja, Wasser. Wasser unter Wasser ist zwar doof, aber. Offensichtlich. Salz, was ich nicht auflöst. Sonne. Na hallo. Mal. Erschaffe als nächstes eine Lebensform am unteren Ende der Nahrungskette, die diese Energie nutzt. Bleibt sie gefälligst unten.
Hallo. Sonnenblume nutzt doch nicht gescheit in der Sonne. Nehmen wir nochmal eine Alge. Erschaffe nun einen Pflanzenfresser, der sich von den Wasserpflanzen ernährt. Woher soll ich das denn wissen? Muss wohl irgendein Fisch werden. Aha. Was ist denn mit. Bäh. Ein. Kugelfisch. Ich habe zum Schluss ein Raubtier am oberen Ende der Nahrungskette, das alles fressen kann. Das sollte wohl der Hai sein. Ich könnte eigentlich ein Mensch hier reinkommen. Schaffe aufregende Szenarios für die Unterwassertouristen. Wir sind auf einer Unterwassertour. Erster Halt ist bei einem Schiffswrack. Erschaffe drei Objekte, die man in einem Schiffswrack findet. Eine Schatztruhe. Ach, das ist schön. Dann irgendein Fischschwarm, mal sehen, was wir da haben für mich. Die Meere von mir aus. Nein. Dann ein Logbuch. Nein. Oh, vielleicht noch ein Lehrbuch. Ja, wir finden Lehrbücher im Schiffsverfahren. Ja, natürlich. Goldbaum. Jetzt wollen die Touristen ein paar gefährliche Tiere sehen. Erschaffe zwei gefährliche Meerestiere. Ja, ich meine, einmal ist es wieder der offensichtliche Hai. Und dann ist natürlich Weißschnee in Wal, der ganz gefährlich ist. Genau, in Blauwal. Das ist eine riesige Schildkröte oder was? Erschaffe jetzt zwei Objekte für eine Kampfszene unter Wasser, die die Touristen in Erstaunen versetzen wird. Vogelfisch. Und ein Ei. Hier, Mann. Hallo. Du sollst doch nicht mich abschießen, Mann. Was bist denn du? Ja, was war's? Eine Schatztruhe. Gold. Lernen. Was ist das für ein Skelett? Hi.
Fall. Halt noch mal ein Wahl. Fertig genug. Was ist denn? Torpedos, und? Ist jetzt ein U-Boot haben oder was? Okay. Könnte man denn noch? Ja, das weiß ich schon. Irgendwas. Eine Unterseemine. Unterwassermine. Jetzt haben wir die Ruinen einer alten, versunkenen Stadt erreicht. Doch sie sieht recht unspektakulär aus. Erschaffe drei Objekte, um die Touristen zu beeindrucken. Beeindruckt die Touristen überhaupt nicht? Cthulhu? Mann! Geh weg. Ein Schatz. Oh, schön. Ein Schloss. Irgendwas muss die Pisser dabei eintun. Ja, schön. Und? Soll ich jetzt eine Statue hier hin? Ist nie falsch. Tja. Ansonsten. Ansonsten will ich einfach mal Gold in der Stadt sehen. Ich will immer mal Gold sehen. Das ist scheiße, was das hier interessiert. Was ist denn? Was für Vulkane? Ist das so? Ja, nächste halt ein Vulkan. Ganz schön komplexes Level.
Gib mir etwas, mit dem ich für Recht und Ordnung im Ozean sorgen kann. Was schauen wir? Stern vielleicht. Genau, mein Stern. Ey, tatsächlich, das ist eine riesengroße Schildkröte. Mein Körper ist nicht auf das Leben im Ozean angepasst. Hilf mir, mehr wie ein Wal zu sein. Los. Schaust du? Ich verliere meine Goldmünzen. Hilf mir, meine verfluchte Dublone zu finden. Kenn ich nicht. Sardinenbüchse. Ich bin nicht klug genug, um diese Sardindose zu öffnen. Hilf mir, meine Intelligenz zu erhöhen. Ist Schnee. Lexikon halt. Das steigert zwar nicht die Intelligenz und eher die Weisheit, aber. Was soll's? Erschaffe ein Mythenwesen, damit es mein Freund wird. Gerne. Cthulhu. So, fehlen noch zwei. Einmal diese komische Goldmünze bestimmt. Ist wieder irgendwas, was hier versteckt ist dann. Kommst du mir hinterher, oder? Meine Maus fällt aus, sowas. Und da ist sie wieder. Ah, jetzt haben wir nochmal das Schiff. Mein Geisterschiff ist gesunken. Hilf mir, es an die Oberfläche zu bringen. Ja. Och Mann. Auftreibendes. Repariertes. Was ist denn? Und? Was? Warum die? Nimm jetzt das Ding mit. Da, 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 da. Ist das eigentlich ein Sanddollar? So. Da. Der gut alte Heliumballon vielleicht. Schön, wenn wir jetzt vielleicht noch einen großen Heliumballon nehmen.
Ja gut. Warum denn repariert das Geisterschiff das Level nicht? Das wisst ihr nicht, aber ist ja auch egal. Das nervt mich ein bisschen. Aber wir müssen nur durch. Mond, Alien, irgendwas. Palindromeda. Hilft dem gefangenen Astronauten vom Gelände der Außerirdischen zu fliehen. Ein Astronaut wurde gefangen und bringt ihn raus aus dem Stasisfeld. Indem ich was mache? Ist das ein Stasisfeld? Eine Leitung. Das ist nicht okay. Ich kann nicht mal schon was mit Trupper schaffen. Die Generatoren, natürlich. Dann nehmen wir uns doch wieder mal unsere gute alte Uzi. Wir müssen an den tödlichen Lasertoren der Außerirdischen vorbei. Das sind also Lasertoren. Größeres. Sieht nicht so aus. Dann vielleicht einfach nur einen Spiegel. Und das ist auch ein Möbelstück. Wir müssen an diesem Hund vorbei, ohne ihm etwas anzutun. Bist du eigentlich? Ein Hai. Keine Ahnung, was das soll. Leventilator. Geh weg. Ja, folge mir. Beeilung, wir müssen zum Schiff. Oh nein, mein Schiff ist kaputt. Wie soll ich hier rauskommen? Easy.
Sollen wir das Hirn mischt etwas? Ich brauche etwas Hirnloses, das ich bewohnen kann. Schön, wie wär's mit einem Fernseher? Findest du nicht so gut? Gibt's halt einen Zombie. Wenn ich wieder zum Zombie gemacht werde, das ist doch nervig. Gib mir etwas vom Bauernhof. Höchsten Eier. So. Das war ihm wohl nicht genug. Huhn. Ayayo. Na dann Moment. Ich sehe mich nach einem Essen von der Erde. Blech. Nudeln. Pasta, genau, Mensch. Ein Magen mit Heimweh. Oh, da ist ja noch was und hier ist. Oh, Superman, schön. Gehen wir doch erstmal hier lang. Hilf mir eine nicht sprachbasierte Kommunikationsmöglichkeit für die Marsianer zu finden. Mathematik! Mir ist auch ein Mathematiker. Der gleich wegrennt. Dann den Abacus. Morse-Alphabet gibt's nie. Gibt's alles nie. Musik. Das ist natürlich kein Gegenstand. Dann. Grammophon. Oder so. Sehr gut. Ich will menschlich aussehen. Menschenkostüm. Menschenaffenkostüm. Nein, Maskottchenkostüm. Oh, warum gibt man denn keine Krone? Sieht total menschlich aus. Gib mir etwas, womit ich die Erde sehen kann. Fernglas. Okay. Alle zufrieden. Yippie. Hurra. 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 So, was ist das? Gib mir eine Superpower. Ja, da sind wir ja schon fast wieder durch. Hilf dem Roboteringenieur beim Verteidigen gegen die einfallenden Monster.
Hilf dem Roboter-Ingenieur, die Stadt zu verteidigen. Gib ihm zuerst etwas Starkes, aber Flexibles. What? Stark, aber flexibel. Eine Feder. Nein, ich meine eine Sprungfeder. Das hat gut funktioniert. Machen wir es nun agiler, indem wir es teilweise lebendig machen. Kommt ja erstmal ein fliegender Affe an. Machen wir es nun noch stärker, indem wir ein prähistorisches Wesen hinzufügen. Gott, Brontosaurus oder so? Von mir als ein Brachiosaurus. Oh Gott, das will. Was ist das eigentlich? Ach, der Schoggott. Wenn es liegen könnte, wäre es unaufhaltsam. Gibt's halt wieder große Flügel. Das so das Flügel? Boah. Weiter. Okay. Damit werden wir durch das Level auch durch. Was war denn das Hütchen Insel, müssen wir da nochmal sehen. Naja, dann wird es wohl noch ein Video doch noch. Weil wir so ewig brauchen und so blöd sind. Dann viel Spaß, bis nächstes Mal. Ich verabschiede mich. Und ich krieg diese scheiß Seitenstraße.